So, und schon geht's weiter bei Ark Survival Evolved. Und ich würde sagen, wir killen jetzt mal ein paar Dinos, einfach, dass ich schneller leveln kann. Weil ich brauche auf jeden Fall eine Steinschleuder. Schauen wir mal, wo ein paar Dinos sind. Irgendwo sind schon welche. Ja, da haben wir schon einen. Ja, ich wollte erst geradeaus rennen, aber wenn ich da mal hinschaue... Großer Pflanzenfresser, Brachiosaurus. Nein, danke. Der wird zwar sehr, sehr viel Fleisch geben, aber nee. So, killen wir mal ein paar Dinos hier. Nein, du rennst jetzt nicht wieder Ewigkeiten weg. Irgendwann bleibst du eh stehen. Ja, toll. Flüchtig die ganze Zeit. Da hinten ist auch schon Doris. Also ich war nicht weit weg vom Anfang. Ja, da ist das Triceratops. Hoffentlich mittlerweile milde gestimmt. Ich hoffe. Boah, jetzt renn ich die ganze Zeit weg. Ich bin am überlegen, ob ich einen Dodo kill. Ganz ehrlich. Na komm. Geh dahinter. Da sieht's mal. Okay, da war ein Krokodil. Ich glaube, das Krokodil kann man auch zähmen. Wenn ich es richtig im Kopf hab. So, kill mal ein paar Dodos. Ich brauche einfach... Ja, wegrennen, Hüfte. Ja, nix. Weg mit dir. Doch, Fleisch, hey. Ja, ein rohes Fleisch. Bisschen Leder. Was sagt das? Das sagt, du hast noch einen langen Weg vor dir. Ja, das kann jetzt echt eine Weile dauern, bis ich mal aufgelevelt bin. Ich könnte natürlich einfach nur einen Befehl eingeben und zack, bumm, bin ich gleich mal 20 Levels höher, aber ich will das halt einfach nicht machen. Ist halt cheaten, weißt? Mag ich nicht. Okay, wo haben wir die nächsten? Na, bei denen habe ich schon mal probiert. Das ging nicht. Irgendwelche leichten Dinos. Ja, die wären zwar leicht, aber die hauen halt gleich ab. Na, okay, jetzt habe ich dich. So ist es... Aua. Ja, nicht aua. Ja, so ist es eigentlich optimal. Bring halt haufenweise rohes Fleisch und Leder. Mhm. Das war sehr erfolgreich. So, die fassen wir mal kurz zurück und ein bisschen was grillen. Ja. Home sweet home. Können wir mal ein bisschen was grillen hier. Holz war hier. Ja. Ja, und ich werde auf jeden Fall bald offscreen mal ein bisschen Materialien holen, weil es dauert halt immer eine Weile, bis ich das ganze Stuff zusammen habe. Ich meine, wir haben jetzt eh schon ein paar nette Materialien zusammen. Also von der Menge her. Ja, hier geht's eh bald kaputt. Halt schade drum. Leder kommt dann in die Hütte. Genauso wie die Fasern. Warte mal, ich habe da nochmal einen Dino gesehen, den ich vielleicht killen werde. Also nur vielleicht. Jetzt habe ich ja gerade ein recht leeres Inventar. Schauen wir mal, wie schwer der ist. Nicht nur schwer, der fliegt einfach weg. Okay, das hat super funktioniert. Fuck it. Ja, das Triceratops warte die ganze Zeit. Das soll ruhig warten. Den sicheren Tod. Irgendwann mal, sobald... Ja, nicht tot. Ich will das Triceratops ja zähmen. Das heißt, ich brauche eine Steinschleuder. Das wiederum heißt... Ist das für mein Level da hinten? Bin gerade nicht überlegen, ob ich dahinter schwimme. Ich bin gerade echt im Überlegen, ob ich hinter schwimme. Ja, ich glaube, da schauen wir mal hin. Ja, kurz Update, ich wollte da hin und jetzt... ist da auf einmal so ein Mega-Piranha aufgetaucht. Weil ich habe mir auch überlegt,
Das wäre eher für mein Level. So, ich hoffe, da passiert jetzt nicht nochmal irgendwas. Ich kann mich daran erinnern... Oh Gott. Ich... Ja. Das heißt, wir können nochmal dahin rennen. Und ich habe wieder volle Energie, das ist auch was Schönes. Naja, renn mal nochmal zurück. So, jetzt habe ich es endlich auf die andere Seite geschafft. Und dem einen Dino da hinten will ich nicht näher kommen. Der ist mir jetzt ein bisschen gefährlich. Ich habe natürlich jetzt keine Materialien dabei oder so, das ist ein bisschen scheiße. Aber ich bin endlich auf der anderen Seite. Jetzt können wir mal schauen, wegen dem Strahl, was da runterkommt. Aber trotzdem, irgendwas zum Verteidigen wäre nicht schlecht. Nein! Ja, toll. Ist der Strahl jetzt fast weg? Ich glaube, der ist weg. Ich habe, glaube ich, zu lange gebraucht. Ja, na toll. Es kommt davon, wenn man zu lange braucht, weißt. Ja. Könnte ich im Endeffekt entweder A zurück oder B mich killen lassen. Weil da ist gar kein Strahl mehr. Nee. Ich sehe auch hier in der Nähe keinen. Nee. Das ist ein bisschen schade, weißt. Ich möchte so gerne gucken, was da so alles drin ist. Ich meine, ja, da ist ein Strahl. Ladi da, aber da kann ich nochmal eine schöne Strecke rennen. Da ist ein Strahl. Boah, das ist ja viel zu weit weg. Weiß nicht, ob ich da hinten... Naja, das ist auch so weit weg, weißt. Was ist das für ein Level? Level 1. Nee, ich glaube, es wäre sicherer. Ich würde wieder zurückgehen, aber vielleicht lasse ich mich auch einfach killen, dass ich gleich wieder daheim bin. Aber wir können uns vielleicht noch ein bisschen in die Gegend anschauen, ob da vielleicht irgendwas Interessantes oder so wäre. Aber ich glaube nicht. Also im Moment zumindest. Oder? Vielleicht irgendwo ein fetter T-Rex. Das wär's ja. Hier wäre ich auch nice. Ein Platz. Für eine Hütte. Ja? Überlege ich gerade. Bin halt auch so weit weg vom Schuss. Blick hat, ob ich vielleicht... Nee, aber das ist, glaube ich, nicht für mein Level. Ja, da kommt was runter. Da müsste bald was runterkommen, glaube ich. Ich könnte es wahrscheinlich in der Zeit schaffen. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich hier vielleicht... Naja, aber dazu bräuchte ich erstmal ein Bett. Und ich habe nicht gerade wirklich die Materialien dabei für ein Bett. Nee, nicht wirklich. Ich könnte mal schauen, ob ich dahinter komme. Kleines Update. Ich habe mehrere Male versucht, rüberzukommen, aber ich habe immer wieder die Mega-Piranhas gesehen. Also keine Chance, da rüberkommen. Ich muss schauen, dass ich mir irgendwann ein Floß baue. Ab welchem Level mal ich das bauen kann. Oder zumindest, ab wann man das erlernen kann. Ich werde es wahrscheinlich so machen. Ich habe ja eh nicht so viel Stuff dabei. Das ist ja eh egal. Aber ich werde mich wahrscheinlich killen lassen. Und dass wir dann in der nächsten Aufnahme wieder in der Hütte starten. Und ich denke, ich werde vor der nächsten Aufnahme offscreen ein bisschen Materialien zusammensuchen. Dass wir einmal genug auf Vorrat haben. Gut, dann sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch, teilt es mit Freunden, Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder.